heute, also ich wurde darum gebeten, Helden-Setup. Und zwar zur Bombbase, wie man die bekommt oder was man für Helden dafür braucht. Ihr seht, ich habe ein Setup dafür. Ich kann sagen, es ist, wenn man jetzt eine Mission hat, wo man jetzt seine tägliche machen will in einer 3er-5er Mission. Und das ist eine VWAX-Mission, ne? Dann kann man sagen, es ist eine AFK-Base, macht die alles alleine. Beziehungsweise Donatora ist halt Stromschlägenböden, wo die Base drauf ist, da kriegen die alle 5 Sekunden 38,1 Sekunden Schaden. Da sind die direkt besiegt, also ja, das ist auf jeden Fall gut. Hier habe ich jetzt, also das mit der Bombenbasis ist das Basis beschallte Gegend, Steelwood-Musik wird abgespielt. Erhöht bei Verbündeten im Umkreis von Verbündeten von 5 Kacheln den verursachten Schaden nochmal 12% und den kritischen die Trefferwertung wird um 15 erhöht. Das heißt, man kann mehr kritten. So, da habe ich mir, ne, wie üblich, was zusammengebaut. Hier Feinde auf der Gebäude im Wirkungsbereich der Vase stehen werden 15 Sekunden, 15% ausgebremst. Das ist auf jeden Fall da gut für. Dann braucht man 2 Steelwood-Helden. Lars ist zum Beispiel einer davon. Den kriegt man nicht mehr, aber man hat dann noch 3 andere. Komme ich gleich zu. Oh, der fällt da wirklich aus. Ja, Eliminierung mit schweren Angriffen nutze ich kaum, vielleicht beim Schurmkönig Haust. Gewinnt eine Chance von 12,5%, rückiges Rift erhöht Schaden 50%, Nachkampf Angriffsgeschwindigkeit wird um 32% erhöht, Effekt wird 8 Sekunden hinweg schwächer. Ja. Dann habe ich da drin sowas wie erhöht die Fallenhaltbarkeit 17,5%, ja, kann man mal machen. Jetzt mal hier Feinde, die Gebäude im Wirkungsbereich dann Basis im Nahkampf angreifen, allein nach mal 15 Grundschaden. Das ist natürlich dann das, ne, Setup, was man dafür benutzt. Und hier erhöht den Schaden von kritischer Überladung. Das ist das, wenn das so einen Bumm macht, so eine Explosion. Meiner hat das auch. Ja, man braucht halt für Bummbasis halt 2 Steelwood-Helden. Ne? Wollte nur mal kurz erklären, wie dieses Setup hier funktioniert und wie man die jetzt hier bekommt. Also Lars bekommt man nicht mehr, ne? Allerdings hier den Zitz. Da gehen wir mal kurz in die Sammlung. Die sind bei Story auf Event, ne, Event-Anhänger. Ah, hier, ja, das ist die Volcanos, kann man dafür nehmen. Den kriegt man während des Brutal Story als in der zweiten Auftragsreihe. Das müsste Sturmschiffverteidigung 4 bis 5 sein, glaube ich, oder 3 bis 5, genau. Den kann man dafür benutzen. Den Steelwood Set. Den bekommt man in der Auftragsreihe Sturmschiffverteidigung 1 bis 3. Den kann man dann mit reinnehmen und den Steelwood Anthony, dann kriegt man da bei der Sturmschiffverteidigung 6 in dem Bereich von Brutal der Auftragsreihe 3. Also man muss halt, egal welche von denen da rein tun, kann sein, dass man am, ja, das, wenn man halt Steelwood Carlos oder Anthony reinnimmt, dass das dann mit dem Setup nicht richtig funktioniert, weil die dann halt nur für Entdecker und Soldaten die, ihre Fähigkeiten leihen, ne? Allerdings, wenn man halt die Bombenbasis haben will, kommt man nicht dran vorbei, einen von den 2 noch da mit reinzunehmen. Steelwood Sid ist natürlich, würde ich empfehlen, mit reinnehmen, weil er halt der Konstrukteur dafür ist. Und dann halt seine, ne, seine Fähigkeiten mit hineinschließt. Ja, so macht man dieses Setup. Musik kann vielleicht ein bisschen laut sein, aber dafür ist das, was man da als Fähigkeit hat, eigentlich auch ziemlich nice.